Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit dem Blick zurück, was ich so in meiner Bücherwoche gelesen, geschaut, gehört und gemacht habe. Ja, wir sind ja mitten in der Karnevals-Faschings-Zeit und da ist es bei uns ein bisschen ruhiger, also im Sinne von, dass es bei uns nicht so karnevalslastig ist, wie zum Beispiel natürlich im Rheinland oder Köln, Düsseldorf, Mainz, wie auch immer. Und bei uns ist das auch eher Fasching, das heißt auf Kommando lustig, aber ja, so viel dazu. Bei uns tickt da zum Glück keiner so richtig aus, obwohl ich das natürlich schon sehr cool finde. Also ich war früher ein sehr großer Karnevalist, sage ich mal, und ich fand das halt so cool, dass das wirklich so eine Lebenseinstellung ist. Und ich finde das auch heute wirklich noch großartig, was da für eine Arbeit drin steckt, für eine Mühe drin steckt und dass die Leute so gefühlt ja wirklich ein Jahr darauf hinfiebern, dass diese Zeit wieder losgeht. Und ja, ich finde, das ist positiv verrückt und genieße das tatsächlich auch sehr im Fernsehen und gucke mir da gerne so Prunksitzungen und sowas an und mag das wirklich unglaublich gerne. Dementsprechend bin ich heute noch ein bisschen unfit, denn wir haben gestern Abend Mainz bleibt Mainz angeguckt und das ist so eine uralte Tradition, die, keine Ahnung, schon immer der Fall ist, dass wir freitags da sitzen und uns das anschauen und ich das auch großartig finde. Also es hat ganz viel Spaß gemacht und hat mir gut gefallen. Aber darum soll es natürlich gar nicht im Großen und Ganzen gehen, sondern natürlich um die Bücher der Woche. Insgesamt habe ich zwei Bücher beendet, in einem stecken wir noch drin und das andere habe ich abgebrochen. Also es war eine sehr gemischte Woche, begann aber sehr, sehr gut mit Satoru und das Geheimnis des Glücks von Hiro Arikawa. Ein Buch, das mir auch optisch wirklich, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, sehr, sehr gut gefällt, sehr schlicht gemacht ist und da eben diese Katze eingerollt in der Ecke liegt. Finde ich super, super niedlich. Und ist der Reisebericht einer Katze. Dann habe ich gehört, Am Ende aller Zeiten von Adrian J. Walker, eine postapokalyptische Endzeitgeschichte. Ich war dafür sehr, sehr in Stimmung. Und dann habe ich parallel gelesen oder parallel im Grunde als E-Book für unterwegs, Das Mädchen aus dem Savoy von Hazel Gaynor, ein Buch, das uns ein bisschen in die Vergangenheit entführt, und zwar so 1920er Jahre und war mal so ein schöner Reisetrip in die Vergangenheit und mittendrin stecken wir noch im Berg von Dan Simmons. Wie man sieht, könnten wir so fast knapp oder haben ja so in etwa die Hälfte. Wir lesen ja jetzt schon seit einer Woche darin und wie man sieht, man kommt da sehr gut voran. Ja, aber wir starten natürlich mit dem ersten Buch der Woche, Satoru und das Geheimnis des Glücks von Hiro Arikawa, ist im Oktober 2017 im Heine Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 10, als E-Book 9 Euro und hat 240 Seiten, hat sich also in zwei Wischen sozusagen auch lesen lassen. Oder so in eineinhalb, sage ich mal. Und die Autorin selbst kommt aus Japan und hat schon einige Bücher veröffentlicht, wenn man danach sucht. Allerdings ist jetzt Satoru das erste Buch, was auch auf Deutsch erscheint. Und ich bin sehr gespannt, ob wir noch ein bisschen was von der Autorin hören werden, ob da noch mehr Bücher von ihr kommen. Ja, die Geschichte wird erzählt aus der Sicht des Streuners, der sich gerne auf das Auto von Satoru legt. Und er ist eigentlich ein bekennender Streuner und hat eigentlich gar keinen Bock auf die Menschen, mag seine Freiheit und mag eben dieses warme Gefühl auf der Motorhaube. Doch eines Tages hat er einen Autounfall und hat Schmerzen und erinnert sich daran, dass Satoru, der Besitzer des Autos, ihn eben immer auch mal füttert und sich um ihn kümmert und ihn auch liebevoll streichelt und versucht seine Aufmerksamkeit im Grunde herzubekommen, damit Satoru sein Maunzen hört. Und so ist es dann auch. Satoru hört ihn, nimmt ihn mit zu sich in die Wohnung und bringt ihn zum Tierarzt und päppelt ihn dann ein paar Wochen auf. Und Satoru sagt dann natürlich zu unserem kleinen Kater, Mensch, ich hätte gerne eine Katze, und gibt ihm so den Namen Nana.
Und zwar 7, denn sein Schwanz ist, hat eine Ecke drin, dass es eben aussieht wie eine 7. Und ja, auch Nana, die Katze, entscheidet sich dafür, ja, dann doch Satorus Katze zu sein. Und ja, eines Tages beginnt aber Satoru mit dem Reisen und ja, nimmt seine Katze mit als Begleitung. Denn Satoru möchte alle Menschen, ja, treffen aus seinem Leben, die ihm wichtig sind, waren oder eben von Bedeutung sind. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne und emotionale Reise. Ja, wir reisen zusammen mit Nana und Satoru über das Meer, über Berge, über die Natur. Und wir sehen eben die Welt durch die Augen einer Katze. Und ich fand das super, super schön gemacht. Also ich mochte ja zum Beispiel schon die Geschichte von der Katze des Dalai Lama, was ja auch aus der Sicht von ihr beschrieben wurde. Ich mochte jetzt Herzensräuber, was aus der Sicht eines Hundes war. Und ich finde, man kann ja relativ viel falsch machen, wenn man aus der Sicht von einem Tier schreibt. Es gibt auch ein paar negative Beispiele. Aber ich fand hier wirklich auch, dass ja, es wunderbar gemacht wurde, wie uns die Welt aus der Sicht der Katze gezeigt wurde. Denn die Katze nimmt natürlich manche Dinge anders wahr, intensiver wahr, interessiert sich aber für manches, wo der Mensch vielleicht hinguckt, eher weniger. Und ich finde, das hat man hier in einer schönen Mischung, in einer schönen Balance auch wirklich hinbekommen, dass man sich so einfühlen kann in die Katze, dass man sich einfühlen kann in die Menschen. Und ja, Nana, der Katze, ist es eben wirklich auch möglich, so ein bisschen in die Seele der Menschen zu gucken. Und das mochte ich unglaublich gerne. Und das Reiselustige vom Kater Nana fand ich natürlich auch großartig, weil ich selbst ja auch so ein Fernwehkind bin und mir dann immer dachte, ach ja, lass uns mal reisen. Das Schöne ist natürlich auch, dass wir nicht nur die Menschen kennenlernen, sondern auch so ein bisschen die Umgebung mitbekommen. Wir erfahren, wie wir unterwegs sind, was wir sehen. Und das fand ich ebenfalls sehr, sehr schön uns gezeigt und dargestellt. Es ist sehr charmant geschrieben. Es hat mir wirklich sehr großartig gefallen. Es ist sehr emotional. Es ist wortwitzig. Es hat ja wirklich auch so diesen Charme, den man eben ja Katzen durchaus nicht absprechen kann. Und das hat mir auch tatsächlich unglaublich gut gefallen. Und ich habe mich in manchen Gedankengang von Nana als Mensch wiedererkannt und glaube, dass meine Katzen so manchmal auch denken würden, ja, Steffi, ne? Da hast du dich ertappt gefühlt. Ja, wenn meine Katzen sprechen könnten, ja, wer weiß, was die so erzählen würden. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ich relativ spät mit Satoru selbst warm wurde. Es hat doch ein ganzes Stückchen gebraucht, bis man zu ihm einen Zugang bekommen hat. Und das war ein bisschen schade, denn klar fiebert man ein bisschen mit der Katze mit, aber man braucht natürlich auch immer so ein bisschen den menschlichen Anker. Und der hat hier drin tatsächlich gefehlt. Also es kam wirklich relativ spät, dass man da so ein bisschen Sympathie entwickelt hat, ein Mitgehen entwickelt hat und ja, dass er einen ein bisschen näher gekommen ist. Es wirkte halt so ein bisschen unnahbar und distanziert und das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Aber ansonsten ist das Buch wirklich wunderschön. Es ist ein sehr ruhiges Buch, ein wortgewandtes Buch und es hat wirklich Spaß gemacht, es zu lesen, darin einzutauchen und die Welt eben mit den Augen von Nana zu sehen. Und jetzt gucken mich hier gerade schon wieder zwei andere Augen an. Ja, also ein wunderbares Buch, hat mir wirklich gut gefallen. Und ich würde definitiv von der Autorin auch nochmal was lesen, wenn ich es sehe. Und ich bin da einfach ja, sehr neugierig, ob wir von ihr noch was hören. Und fand das Buch wirklich sehr, sehr schön und sehr charmant. Dann habe ich mit einem Hörbuch diese Woche begonnen, Am Ende aller Zeiten von Adrian J. Walker. Das ist erschienen im September 2017 bei Fischer Tor, kostet als Taschenbuch und E-Book je 10 Euro und bei Audible gibt es das Hörbuch für einen Gutschein. Hat 430 Seiten mit 12,5 Stunden Hördauer und wird gesprochen von Uwe Teschner, den man vielleicht von so manchen Markus Heitz Büchern zum Beispiel kennt. Das Buch war eine Empfehlung von der lieben Laura Newman, die hat das, glaube ich, irgendwann irgendwie mal gehört und hat davon ein bisschen erzählt und unsere Geschmäcker sind ja manchmal doch recht ähnlich und so dachte ich mir, so ein Endzeitroman wäre ja definitiv auch mal wieder was. Und ich muss aber leider sagen, dass ich es nach knapp einem Drittel, also so fast 4 Stunden Hördauer,
was umgerechnet ihm ca. 150 Seiten sind, abgebrochen habe. Ja, der Autor ist ein Australier, der aufgewachsen ist in England, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Eindruck, man spürt das beim Lesen tatsächlich so ein bisschen. Ich weiß nicht, welche Klischees ich da in meinem Kopf habe, aber ich hatte das Gefühl, dass da eben in der Geschichte auch so manches Klischee erfüllt wurde. Aber dazu ein bisschen später. Ja, die Geschichte wird erzählt von Edgar Hill, das ist ein Familienvater und Ehemann, der ununterbrochen jammert. Ja, und das ist schon so der große Kritikpunkt, was mir unglaublich auf dem Keks ging. Ja, wir starten auch nicht mit dem Moment, dass die Apokalypse schon sozusagen passiert ist. Nein, wir erleben im Grunde so ein bisschen die Vorgeschichte. Wir erleben die Tage, Woche vor der Katastrophe und lernen eben Edgar und seine Familie auch ein bisschen kennen. Und Edgar hat eigentlich gefühlt immer nur zu meckern über die Arbeit, über dass er Ehemann ist, und um die Kinder muss er sich auch kümmern. Und man kümmert sich halt, weil man es muss und nicht, weil man so richtig will, und dass halt unter der Woche seine Frau aufsteht, weil er ja berufstätig ist, und am Wochenende kümmert er sich dann morgens um die Kleinen, und ja, in so einer Tonfolge ging das in etwa weiter. Ich fand den Start sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe Edgar nicht recht greifen können, ich fand ihn komplett unsympathisch und dachte mir eigentlich, was willst du denn eigentlich von dieser Welt? Also ich fand das total nervig, und klar wird jeder mal solche Gedanken haben, aber doch nicht ständig und immerwährend. Es wurde auch so gefühlt nicht so richtig spannend. Das ging erst so ein bisschen los, als es dann tatsächlich dazu kam, dass ein Asteroideneinschlag eben auf die Erde fällt und wir dabei sind, wie eben die Welt gefühlt, oder die Nordhalbkugel ist es ja in dem Fall, untergeht, und die Familie sich im Grunde irgendwie retten kann und dann auseinandergerissen wird. Und ja, dann kommt das, was ich mir nicht mehr antun wollte, nämlich, dass Edgar auf die Suche nach seiner Familie gehen muss, und das durchgängig im Jammertakt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, 4 Stunden hören, davon hat er locker 3 Stunden gejammert. Und das ist mir einfach viel zu viel. Was ich ganz gut fand an der Geschichte, ist, dass die Welt gut dargestellt wurde. Es war aber schon sehr, sehr klischee-mäßig. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Und wie auch die Menschen ticken, das hat mir manchmal nicht so richtig gefallen, und es wurden halt auch schon so viele Geschichten in dieser Richtung erzählt. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass jede Geschichte immer etwas bahnbrechend Neues braucht, das klappt natürlich nicht, aber man hatte so den Eindruck, der Funke fehlte so ein bisschen, der in anderen Geschichten eben durchaus übergeht. Zudem ging mir wirklich dieses Gejammer sehr, sehr auf den Keks. Sprachlich fand ich es schon recht einfach, man konnte sehr gut folgen. Es war jetzt nichts bahnbrechend Gutes, Poetisches, Spannendes. Es wurde halt wie in einer Art Tagebuchform auch erzählt. Ja, fand ich okay, war jetzt aber nicht so spannend, wie ich mir das vielleicht erhofft habe. Und es waren halt auch sehr oft sehr banale Dinge, die wichtig waren. Ja, es konnte mich leider nicht packen. Und ja, ich glaube, mehr kann man gefühlt auch nicht dazu sagen, weil vielleicht wird es noch spannend nach Stunde 4. Aber ja, meins war es leider einfach nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es am Sprecher lag, denn ich mag Uwe Teschner eigentlich immer mal ganz gern. Ich finde, er hat eine sehr angenehme Redestimme und man kann ja auch gut folgen und zuhören und schweift auch gefühlt nicht ständig irgendwie ab. Das haben ja manche Stimmen so für mich an sich, dass ich denke, oh, der kann ich nicht lange zuhören. Und das hatte ich hier nicht, aber ich mochte einfach dem Protagonisten nicht. Ich mochte dieses schreckliche, stundenlange gefühlte Gejammer einfach überhaupt nicht. Und es ging mir einfach tierisch auf den Keks. Ja, leider ein Flop, ein Abbruch diese Woche, aber ja, muss halt auch zwischendrin immer mal sein. Dann habe ich gelesen Das Mädchen aus dem Savoy von Hazel Gaynor. Das ist im Dezember 2017 im Lormalet Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro und hat knapp 510 Seiten. Und dieses Buch hatte mich angesprochen, weil es in den 1920er Jahren spielt und in England spielt und ich so ein bisschen den Gedanken hatte, oh, es könnte vielleicht ein bisschen sein wie Downton Abbey, nur eben in einem Hotel, also in dem Savoy. Und ich hatte auch noch so die Hoffnung, dass es ein bisschen ist wie die Serie The Paradise, was ja um ein Einkaufszentrum geht, also das erste Einkaufszentrum in England.
Und da hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass es in diese Richtungen geht. Und so hat mich eben auch der Klappentext ein bisschen dran erinnert. Allerdings verspricht der Klappentext etwas ganz anderes, als die Geschichte dann hält. Ja, was ich sehr zwiegespalten gesehen habe. Denn wir sind 1923 in England, da passiert die Geschichte. Wir begleiten Dorothy, die auch Dolly genannt wird. Und ja, sie ist eine Träumerin, die gerne auf der Bühne von London tanzen möchte und für ihren Traum sozusagen auch kämpft. Ja, ihr erstes Leben wurde durch den Ersten Weltkrieg zerstört und sie selbst steht sozusagen so ein bisschen vor dem Nichts und hat eben nur ihre Träume und sie beginnt eben ein neues Leben in London und wird Zimmermädchen im exklusiven Hotel Savoy. Und das ist damals wirklich eine große Nummer gewesen in den Hotels und war, glaube ich, so the place to be, wenn man dann eben in England war. Ja, sie trifft auf Perry, einen Komponisten auf der Suche nach seiner Muse und auch auf seine Schwester Loretta, die eine gefeierte Schauspielerin ist und sie hat so ein bisschen Hoffnung, dass diese beiden sie ein bisschen mit in ihre Welt nehmen und dann eben es vielleicht doch irgendwann da klappt, dass sie eben tanzt und nicht die Betten aufschüttelt. Ja, es ist eine sehr, sehr bildhafte Darstellung der Zeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man spürt die 1920er Jahre sehr, sehr gut. Man bekommt Beschreibungen der Orte, der Frauen, der Kleidung, wie die Menschen aussehen. Und das ist natürlich gerade in den 20er Jahren super, super schön. Das ist eine Zeit, die ich sehr schön und spannend finde, aus der ich gerne Filme gucke, oder auch Bücher lese, wenn man an den großen Gatsby zum Beispiel auch denkt. Und da hat man eben einfach so ein bisschen Gefühl, man hat automatisch Swing-Musik so ein bisschen in den Ohren und die lief dann tatsächlich auch beim Lesen sehr oft. Und das hat wirklich so ein bisschen für Stimmung gesorgt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wird hier halt auch wirklich sehr schön beschrieben, wie diese ganze Musik-Theater-Szene war, wie man da eine Karriere starten könnte oder wie das eben Dolly angeht. Und ich fand diese Welt wirklich sehr, sehr spannend und interessant gestaltet und dass Savoy natürlich auch eine große Rolle spielt und diese Mischung aus diesen Welten wurde sehr, sehr, sehr gut gezeigt. Mir persönlich war die Sprache zum Teil zu niedlich, zu lieblich und es war zu gewollt emotional. Man hat gespürt, dass die Autorin da Emotionen hinhaben wollte, dass sie da eine ganz weiche Sprache an den Tag gelegt hat und das hat mich eher abgeschreckt und ich dachte mir, was soll denn das jetzt? Das hat doch gerade hier gar nichts. Also diese Beschreibungen haben halt oft nicht zu den Szenen gepasst und egal, ob es mal zu viel war, mal zu wenig, das fand ich irgendwie nicht sehr rund und das hat mich irgendwie nicht so berühren können, wie ich es vielleicht gerne gewollt hätte, wie es geplant war von der Autorin und das fand ich sehr, sehr schade, denn ohne dass man eine emotionale Bindung aufbaut, ist es halt sehr, sehr schwierig, da wirklich mitzufiebern, mitzugehen und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Es hat mich einfach sprachlich nicht so mitnehmen und packen können. Auch wenn mir die Beschreibungen der Zeit und der Menschen gefallen hat, hat das Zwischenmenschliche irgendwie nicht so richtig. Ja, was ich aber sehr gelungen fand, ist, dass man so manche reale Personen dieser Zeit kennenlernt und die eben auch den Zeitgeist prägten, die man dann eben durchaus auch mal googeln kann, sich ein bisschen schlau machen kann. Das mag ich ganz gerne. Allerdings hat sich hier auch die Autorin oftmals so in Details verloren, was dann dazu führte, dass man vom einen ins andere, ins nächste und so weiter, wo man so denkt, oh, jetzt komm doch mal zum Punkt und mach endlich in der Geschichte weiter. Und ich würde sagen, man hätte locker 100 Seiten streichen können und die Geschichte hätte davon profitieren können. Man findet zudem hinten in den Anhängen auch noch historische Musikaufnahmen, was ich sehr cool finde, wie die heißen, wo man sie findet. Und das fand ich gerade gegen Ende hin dann doch sehr cool gemacht. Denn so kann man sich eben auch einfach ein ganz tolles Bild von dieser Zeit und dieser Welt machen. Ja, meine Erwartungen waren definitiv andere. Ich habe ein Downton Abbey-Gefühl gesucht, ein The Paradise, episches Werk.
Das habe ich leider beides nicht gefunden. Gerade zu Downton Abbey muss man sagen, da ist es ja auch sehr viel familiär, da hat man viele Charaktere, da ist so viel miteinander und einfach, es ist einfach eine großartige Serie. Da kommt das Buch leider gar nicht hin und auch zu The Paradise, was ja doch ein bisschen oberflächlicher war und ein bisschen schicker sozusagen durch dieses Einkaufszentrum, auch das schafft das Buch leider nicht. Es war also irgendwie okay, es hatte schon spannende Momente, sonst hätte ich es wohl nicht weitergelesen. Man möchte schon wissen, wo der Weg von Dolly und den zwei anderen hingeht. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein absolutes Must-Read, um in diese Zeit einzutauchen, um diese Zeit irgendwie zu genießen. Es war ganz schön, auch diesen Ausflug dahin zu machen, aber mehr halt tatsächlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht der absolute Lesegenuss gewesen und es hatte eben doch so manche Schwäche, die ich sehr, sehr schade fand, wo ich mir einfach etwas anderes und etwas, ja, Spannenderes gewünscht hätte. Ja, ganz anders, das kann man direkt so sagen, geht es mir aber mit Dem Berg von Dan Simmons. Ein Buch, das 2014 im Heine Verlag erschienen ist, gibt es als E-Book für 10 Euro gebunden und als Taschenbuch eben auch gebraucht, wie meine Ausgabe, hat 760 Seiten und lesen wir seit einer Woche in der Dan Simmons Lesegruppe, die ihr immer unten in der Infobox findet. Wie ihr seht, sind wir schon gut dabei. Wir müssten so knapp die Hälfte haben, glaube ich. Also ich habe den heutigen Abschnitt noch nicht gelesen. Ja, wir sind bei 383 von 760. Ja, wie man sieht, sind wir da auf jeden Fall schon fast bei der Hälfte. Ja, ich möchte noch gar nicht so viel verraten, denn schließlich lesen wir ja noch eine Woche in dem Buch. Aber die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Die Geschichte ist ja, glaube ich, auch ja in den 20er Jahren, 1924. Und ja, der Bergsteiger George Mallory und Andrew Irvine, gehen sozusagen verschutt auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest. Und eine Gruppe Bergsteiger, die nicht glauben kann, dass das ein Unfall war oder ob da nicht irgendwas anderes damit zu tun hat, möchte im Grunde jetzt herausfinden, was auf dem Berg passiert ist, möchten auch noch einen Lord sozusagen bergen, der wohl dort auch abgestürzt ist. Und gleichzeitig auch noch den Berg besteigen. Ein großes Thema in den 20er Jahren. Und Dan Simmons schafft es bereits ja nach den ersten 100 Seiten, einen in den Bann zu ziehen, dass man dieses Gefühl der Intrigen, des Bergsteigens und die Kälte wirklich spürt. Und gerade zu Beginn, bis jetzt zur Hälfte, ich sage jetzt mal so, das erste Drittel war davon geprägt von Vorbereitungen, von Informationen, wie die Zeit gerade tickt, was es für Beweggründe gibt, einen Berg zu besteigen oder das eben nicht so gut zu finden. Wir haben auch schon politische Hintergründe. Wir erleben hier eben auch schon den Aufstieg der Nazis so ein bisschen mit. Und das aber tatsächlich in sehr wertungsfreier Schreibe, wie ich finde. Es ist ja oft so, dass Autoren, wenn sie, egal was Geschichtliches schreiben, dass sie so wissend tun und es entweder dann schon gut oder schlecht finden, je nachdem, wie es halt ausgegangen ist. Und ich meine, Geschichte schreibt der Sieger, das ist gar keine Frage. Man hat hier aber gemerkt, dass sich Dan Simmons bemüht hat, gerade diesen Aufstieg der Nazis, der so einen ganz kleinen Punkt hier einnimmt und man dann eben auch so den ein oder anderen Sympathisanten auch in der Geschichte hat, das neutral wirken zu lassen. Also nicht wissend, was da noch kommt, nicht wissend, wo das hinführt und wie das endet, sondern wirklich erstmal die Info zu geben, den Charakter auch einfach neutral wirken zu lassen. Und wo ich mir so denke, so muss es einfach sein. Man darf als Autor, wenn man die Zeit beschreibt, nicht immer wissend schreiben. Ich finde, das nervt mich manchmal, wenn dann man schon weiß, der mag das jetzt nur nicht, weil er weiß, keine Ahnung, dass das und das passiert. Das finde ich ganz schrecklich als Leser, der es ja schon weiß, wie es endet. Es reicht ja, wenn es ich weiß, ne? Das muss ja der Protagonist nicht schon ahnen, wie das endet. Und das hat man ja leider sehr oft in Geschichten. Aber das fand ich hier wirklich sehr, sehr gelungen. Auch wieder mit diesem Mysterium, was eben an diesem Berg passiert ist. Denn dieses, dass diese zwei Männer, diese besten Bergsteiger ihrer Zeit, das war zumindest Mallory, ne? Dass die verschwinden und man nicht weiß, waren die nun auf dem Berg oder nicht, dass die Kamera verschwunden ist und
das ist natürlich auch heute noch mehr oder weniger ein Mysterium. Man hat ja, glaube ich, die Leichen auch erst 1999 gefunden, in konservierter Form, weil da ist es natürlich trocken und kalt. Und das ist schon echt wieder crazy, ne? Also das ist wirklich eine Geschichte, die sich Dan Simmons herauspickt. Er nimmt hier wieder etwas Wahres, wie auch schon bei Terror, und spinnt eine Geschichte darum, die ja durchaus Dinge hat, die stimmen, Dinge, die er dazu dichtet, und das in einer Mischung, die ich mega spannend und atmosphärisch finde. Bisher packt mich das Buch sehr, es reißt mich wirklich mit, und ich finde es immer wieder schade, dass ich nach 50, 55 Seiten aufhören muss zu lesen, aber das gemeinsame Austauschen ist da einfach sehr, sehr besonders, und das macht immer wieder Spaß zu sehen, wie empfinden es andere, was denken andere über den Leseabschnitt, und dass man ja da einfach so in den Austausch kommt und einfach so auch den Blickwinkel von anderen einfach erleben kann. Bisher gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Es hat so das ein oder andere, wo ich denke, ach, Mensch, ein bisschen zu technisch. Ich muss nichts über Steigbügel gefühlt wissen. Oder warum man mit Bergsteigerstiefeln, die Metall in der Sohle haben, lieber nicht auf den Mount Everest klettert. Ja, das sind so Feinheiten, die natürlich wirklich cool sind und toll recherchiert sind, aber wo ich mir als Nicht-Bergsteiger denke, ach, ich bekomme noch weniger Lust, diesen Berg zu besteigen, weil, mal ehrlich, für mich wäre es nichts. Also allein diese Kälte, der Schnee, dieses, ich muss da jetzt hoch und dann bin ich oben und dann muss ich wieder runter. Na, also ich bin da überhaupt kein Abenteurer, ich bin da ein absolutes Weichei und hätte da überhaupt keine Lust. Und ja, dennoch ein tolles Buch bisher, und ich denke auch, dass ich nächste Woche da auf jeden Fall auch etwas Abschließendes erzählen kann. Neben den Lesen war ich diese Woche aber auch im Kino. Ich habe mir Wunder angesehen, eine Buchverfilmung von Raquel J. Palacios, Bestseller aus 2012. Ich habe das Buch, glaube ich, vor 2 Jahren knapp gelesen, und jetzt läuft auch seit zwei Wochen der Film in den deutschen Kinos. Er geht ungefähr, so fast 2 Stunden, hat keine Altersfreigabe und ist eine unglaublich schöne Geschichte. Denn wir haben hier Orgi, und Orgi kam mit einem Genfehler auf die Welt und hat eben ein deformiertes Gesicht und wird lange Zeit, bis er 10 ist, von seiner Mutter zu Hause unterrichtet. Und geht aber jetzt eben an eine öffentliche Schule, und das muss er ohne seinen Astronautenhelm tun. Und hier erleben wir natürlich so ein bisschen, wie gemein können Kinder sein. Was ist wichtig im Leben, und dass es eben nicht aufs Aussehen ankommt, sondern auf ein gutes Herz. Und die Geschichte hat mich damals sehr, sehr berührt, war auch absolut ein Highlight in diesem Jahr, und ich habe mich sehr auf den Film gefreut, der wirklich ganz, ganz toll wurde und der mir wirklich auch viele Emotionen abgewinnen konnte und der das großartig erzählt. Ja, Regie führt ein auch mir bekannter Autor, Steven Sposky, ich hoffe, man spricht ihn immer so aus, dessen Buch Vielleicht lieber morgen ich ja nicht gut fand. Ja, nach wie vor können es viele nicht verstehen, dass mir das nicht gefallen hat, aber der Name kam mir doch direkt bekannt vor, wo ich dachte, oh, den kennst du doch. Wirklich großes Kino hat für mich definitiv der Schauspieler von Orgi gemacht, nämlich Jacob Tremblay, der auch schon in Raum, glaube ich, zu sehen war. Und noch irgendwas anderen, wo ich jetzt beim Googlen dachte, ach, das ist er ja wieder. Der an sich ein normales Kind ist und der wirklich eine Maske angelegt bekommen hat, worunter er dennoch Mimik und Augen hat spielen lassen können, was ich großartig finde, was dieses Kind geleistet hat, ist ja das Kostüm und Make-up und Maske ist ja für diesen Film auch Oscar nominiert. Und das finde ich absolut, das muss wirklich gebührend sozusagen belohnt werden, denn wie man dieses Gesicht geschaffen hat von Orgi und dass aber darunter trotzdem noch ein Junge steckt, der Mimik zeigen kann, Augen und damit auch wirklich großes Kino macht, fand ich großartig. Wir haben natürlich als Mutter von Orgi, haben wir Julia Roberts, die ich toll fand, gerade in den Momenten, wo sie mal ganz normal und natürlich war, wo man ja eine Julia Roberts nicht immer kennt. Und in diesen Momenten hat sie wirklich gewirkt wie eine gestresste Zweifachmama, und sie hat tatsächlich auch ein bisschen alt gewirkt. Muss man tatsächlich sagen. Der Vater ist Owen Wilson, ein Schauspieler, den ich nicht unbedingt so gerne gucke.
weiß gar nicht warum, aber hier hat er mir gut gefallen. Und ich fand auch toll, welche Rolle einfach der Vater in der Geschichte eingenommen hat. Und es gibt so manches, was ich da einfach toll finde, wie der mit seinen Kindern so umgeht. Und wir haben auch noch die Schwester Via, die von Isabella Vidovic gespielt wurde, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und das Schöne ist, dass sogar die Schwester von Jacob Tremblay ist auch Schauspielerin, beziehungsweise beide Schwestern. Und ja, dass die hier auch eine Rolle hat als irgendeine Schulfreundin, fand ich auch einen coolen Fact, den ich beim Recherchieren jetzt so ein bisschen entdeckt habe und mir dachte, na gut, die Ähnlichkeit war jetzt nicht zu erkennen. Aber ja, ein toller Film, hoch emotional, es gibt viel zu lachen, es gibt aber auch Tränen und auch all die, die sagen, eigentlich weine ich im Kino nicht, haben ein Tränchen vergossen. So kann es manchmal sein. Nein, hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand es eine tolle Umsetzung. Ich mochte es auch. Wer das Buch kennt, weiß, dass es so verschiedene Perspektivwechsel gibt, wo ich schon dachte, wie werden sie das im Film machen? Und das haben sie wirklich ganz, ganz toll gelöst, indem man tatsächlich kurze Passagen eben von diesem Charakter gezeigt bekommen hat, was ihm so durch den Kopf ging. Und das hat mir echt gut gefallen. Also ich finde dieses Buch und auch den Film wirklich großartig. Es ist absolutes Herzenskino gewesen und wirklich sehr emotional. Und ja, ich habe geweint. Und ich kriege mich auch manchmal nicht mehr ein. Das ist bei mir einfach so, wenn da mal die Tränen laufen, dann wird das nichts mehr. Aber man ist ja in einem dunklen Raum und das sieht zum Glück ja nicht jeder. Und ja, absolute Kinoempfehlung von mir, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dann bin ich diese Woche auch ein bisschen Sherlock-süchtig geworden. Ja, ich habe ja, als die Mangas rauskamen, jeweils immer also die erste Staffel sozusagen ist ja als Manga herausgekommen und ich habe immer nach dem Lesen auch die Folge Sherlock geguckt und dann hat es mich jetzt nach Grace und Frankie einfach mal so gepackt und ich dachte, ach, jetzt guckst du auch einfach mal die zweite Staffel, auch wenn die Mangas noch nicht da sind. Du hast jetzt Bock auf Sherlock und Watson und mach das. Und ich liebe ja die zweite Staffel, weil da einfach mein liebster Bösewicht auftaucht, Moriarty und Irene Adler. Und ich liebe diese Staffel. Ich liebe den Wortwitz darin und ich bin einfach absoluter Fan dieser Serie. Und ich habe sofort gemerkt, innerhalb von 10 Minuten ist man drin und man ist dabei und man will gar nicht mehr aufhören. Habe dann auch am Sonntag relativ viel geguckt. Ich glaube tatsächlich so 2 Folgen mal gesuchtet. Das war ein sehr gemütlicher Nachmittag und bin dann jetzt auch schon bei der 3. Staffel angekommen, die ja wieder andere Überraschungen bereithält und denke, werde da jetzt auch die nächste Woche auf jeden Fall noch mit dem Beenden der Folgen sozusagen beschäftigt sein. Es ist ja aktuell nicht geplant, dass es eine 5. Staffel gibt. Man schließt es wohl nicht aus. Man hat wohl auch im Gespräch, dass man vielleicht immer mal eine Folge macht und die Leute so alle 2-3 Jahre mal zusammenkommen lässt. Aber da sich ja wohl Cumberbatch und Martin Freeman nicht so richtig grün sind, was ich nie gedacht hätte, weil ich finde, dass der Wortwitz zwischen den beiden manchmal gar nicht so gespielt wirkt. Und auch so also ich hätte nie gedacht, dass die sich unsympathisch sind und dass wir beide da nicht so großen Wert drauf legen, ständig aufeinander zu treffen. Ich meine, klar, wenn man natürlich der Hobbit Bilbo ist und der Drache Smaug, dass man dann in den nächsten Folgen sich nicht mehr sympathisch sein kann, kann ich ja durchaus verstehen. Ja, auf jeden Fall im Sherlock-Fieber, dementsprechend keine andere Serie begonnen. Werde auch erst Sherlock abschließen, bevor ich, denke ich, dann mit einer nächsten Serie weitermache. Und ich habe sehr im Verdacht The Crown, was ja jetzt mittlerweile 2 Staffeln hat. Und das wird ja auch eine ganz spannende Staffel oder eine ganz spannende Serie. Es sind ja einige Staffeln gedacht, 5 oder 6. Und es ist ja immer so geplant, dass 2 Staffeln eine ähnliche Zeit spielen und die gleichen Schauspieler hat. Und dann macht man irgendwie einen Sprung von 10 Jahren und dann kommt ein neuer Cast und dann springt man so. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das zeigen wird und ob er mich die Geschichte packen kann. Es geht ja um die Queen, um Elizabeth II. Und bin da einfach gespannt. Und ja, und dann kam in dieser Woche etwas sehr, sehr Geiles an. Ich habe mich dazu entschlossen, mir eine Vlogging-Cam zu kaufen. Also wer jetzt meinen Kanal kennt, weiß, dass ich eigentlich nie richtig vlogge. Bei mir ist ja ein Vlog, wenn ich einfach frei über ein Thema spreche, was ja nicht der klassische Vlog ist, wo Leute früh sagen, oh, hallo, guten Morgen, jetzt trinken wir Kaffee, wir frühstücken, Mittagessen, Abend, gute Nacht.
So Daily Vlogs oder solche Dinge gibt es ja auf meinem Kanal gefühlt eigentlich nie. Und dennoch habe ich mich für eine kleine Actioncam entschieden und wer das auf Instagram vielleicht nicht gesehen hat, die ist wirklich nur so klein. Also wie man sieht, es sind grob 3 Finger hoch und sie ist auch in der Tiefe ungefähr ein Finger dick sozusagen und wirklich auch so einen Finger sozusagen lang. Also sie passt perfekt sozusagen in die Hand. Und ja, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass ich mir unglaublich gerne zum Beispiel Videos zu Buchmessen und Ähnlichem angucke und ich selbst ja aber meine Erinnerungen gar nicht wirklich festhalte. Ich rede zwar dann gerne nach Buchmessen darüber, wem habe ich getroffen, was fand ich toll, was hat mir gefallen und sowas, aber ich halte diese Momente nicht fest. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade, dass es dann zwar immer mal Bilder natürlich gibt, aber ja, dass es eben kein filmisches Tagebuch in irgendeiner Art und Weise gibt. Und das möchte ich jetzt gerade in Leipzig ein bisschen ändern und ich möchte eben auch bei unserer Kingsianer-Tour natürlich ein bisschen filmen und mit meiner großen Kamera, die ihr ja nicht seht, weil auf der Rückseite ihr seid ja sozusagen die Kamera, möchte ich einfach ungern rumschleppen und ich möchte einfach so was Kleines dabei haben, so etwas Unauffälliges, wo man auch einfach mal filmen kann, ohne dass es alle um einen herum mitbekommen, was ja den Charme von einem Vlog durchaus auch ausmacht, wie ich finde, wenn man einfach so Menschenmassen filmt und die nicht gezielt dann in die Kamera gucken. Und das möchte ich mit dieser kleinen tun. Sie ist schon bestückt mit einer Micro-SD-Karte. Ich habe mich auch schon ein bisschen dran ausprobiert. Es ist jetzt nichts technisch Großartiges, es hat aber sogar HD-Aufnahmen und sie hat sogar, das kann ich euch mal zeigen, ein kleines Display. Das war tatsächlich der entscheidende Faktor, was meldet sie? Nein, bei der Auswahl, also sie, ja, seht ihr natürlich so ein bisschen, gerade wahrscheinlich den Fernsehen, hier haben wir tatsächlich ein klitzekleine, kleines Display, was ich denke, was jetzt nicht so hilft, wenn man sich wahrscheinlich selbst filmt, aber eben einfach, dass man so einen groben Eindruck hat, bin ich richtig. Und ich hatte lange Zeit die Sony irgendwas im Warenkorb liegen, die unter anderem auch Laura Newman und einige YouTuber nutzen. Muss dann aber sagen, dass ich den Preis mit 179 Euro doch ein bisschen happig fand. Ja, ist natürlich absolut okay. Aber für das, wofür ich es nutze, fand ich es dann doch ein bisschen viel. Und die kleine hier von Telefunken hat jetzt, glaube ich, 59 oder 69 Euro gekostet. Und es ist allerhand, ja, Gedöns mit dabei. Es ist ein Plastikschutz dabei, die Kamera dann auch wasserfest machen soll. Also die Kamera hat zum Beispiel unten auch ein Gewinde für ein Stativ. Zudem gibt es eine Aufrichtung, dass man sie ans Fahrrad vorne ranmachen kann. Es gibt etwas für einen Motorradhelm. Also man könnte sich jetzt dieses Band umschnallen und mit der Kamera auf dem Kopf durch die Welt laufen. Nein, wird nicht passieren. Aber finde ich tatsächlich sehr cool. Und es gibt sogar eine Vorrichtung, da kann man das um die Katze binden. Und naja, mal gucken. Vielleicht ist das tatsächlich mal was, was ich cool fände. Aber die Gefahr, dass das natürlich dann runterknallt oder wie auch immer, ist natürlich groß bei einer Katze. Das ist so mein kleines Highlight, sage ich mal, der Woche, dass die bei mir angekommen ist und ich mich da jetzt wirklich freue, so Momente aufzunehmen und vielleicht auch einfach sogar im Privaten einfach kleine Filme von schönen Momenten zu machen, damit man sich da einfach ein bisschen anders daran erinnert, als es ja bei Bildern der Fall ist. Und das war im Groben jetzt auch schon meine Woche. Neben der Kälte, die da draußen herrscht, ist es ja doch jetzt schon ein bisschen früher hell und ein bisschen länger hell, was das alles so ein bisschen entspannter macht, wie ich finde. Aber dennoch merke ich, jetzt wird es langsam Zeit, dass die Sonne kommt. Und da nützt es auch nichts, immer mal ins Solarium zu gehen. Also ich merke, dass mir das unglaublich gut tut. Also dass ich merke, dass eben jetzt erst im Februar so ein bisschen das Down kommt, was ich ja manchmal schon im Dezember habe. Aber ich denke, wir müssen ja vielleicht nur noch so einen Monat oder so durch. Dann könnte ja langsam der Frühling kommen und dann ist in 5 Wochen ja auch schon Buchmesse. Auch sehr cool, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das war's jetzt soweit von mir und ich denke, es war so eine ganz gemischte Bücherwoche zumindest. Film und Serie waren aber absolut wieder ein kleines Highlight, hat mir wirklich
großen Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein bisschen erzählt, was ihr so gelesen habt, was ihr gesehen habt, ob ihr den Kinofilm schon geguckt habt, wie ihr Sherlock findet, ob ihr Serienempfehlungen habt, gerade Netflix, da bin ich ja wirklich sehr, sehr aktiv unterwegs. Das könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.